Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin's wieder, euer Lexos, und heute möchte ich euch vorstellen, wie ich als Solo-Spieler meine blauen Champion-Punkte am besten verteilen würde. Warum nur die blauen Champion-Punkte? Nun ja, ich habe bereits ein Champion-Punkt-Video für Schadensausteiler im PvE gemacht und es ist durchaus wichtig, sich dieses hier nach diesem Video anzuschauen. Denn dieses Video hier sozusagen ist so eine Art Add-on-Video. Ja, so eine Art Prequel, wenn man so möchte. Das heißt also, wenn ihr viel im Solo-Content unterwegs seid, dann würde ich so hier anfangen und dann so fortfahren, wie ich es empfohlen habe in dem schnieken Video, was ihr jetzt gerade in diesem Moment oben in der Infocard verlinkt haben solltet. Schaut da also auf jeden Fall mal vorbei, wenn ihr da weitere Informationen zu haben wollt. Soweit, so gut. Ich werde das Ganze auch am Ende nochmal für euch erwähnen. Fangen wir jetzt aber mit der Champion-Punkt-Verteilung an. Ihr seid viel Solo unterwegs, wollt Vierer-Dungeons-Solo machen, Solo-Arenen machen, Open-World-Content wie Weltenbosse-Solo machen. Gar kein Problem. Für euch ist dann allerdings in diesem Falle Schadensreduzierung, Überlebensfähigkeit wichtiger als Schaden. Denn Schaden gibt es mehr als genug in The Elder Scrolls Online. Ihr solltet also erstmal den Weg der Schadensreduzierung einschlagen. Und da unterscheidet sich das maßgeblich im Vergleich zu meinem für Schadensausteiler empfohlene Verteilung für allgemeines PvE. Weil da geht es halt darum, wie macht ihr am meisten Schaden in Vierergruppen, wie macht ihr am meisten Schaden in Raids, wo ihr ja halt einen Tank und einen Heiler dabei habt. Habt ihr im Solo Content halt nicht. Also, wir fangen als erstes an mit unserem Main-Attribut. Das heißt also, das Attribut, mit dem unser Charakter spielt. Das ist auch gleich der erste Unterschied zwischen Magicka und Ausdauer-Charakteren. Übrigens, dieses Video hier ist natürlich für beide Varianten gedacht. Das heißt, egal ob du ein Magicka-Nekro bist, eine Ausdauer-Nachtlinge, es spielt keine Rolle. Dieses Video beinhaltet, was du suchst. Ja, und das Ganze funktioniert folgendermaßen. Wir nehmen jetzt mal ein Beispiel an einer Magicka-Nachtlinge zum Beispiel. Ja, oder irgendein Magicka-Charakter, der würde also anfangen mit 10 Punkten hier rein investiert in sein Hauptattribut, mit dem er Schaden macht, um dann letzten Endes hier in den Schadensreduzierungsbaum reinzukommen. Wir sind nun dazu gezwungen, erstmal 10 Punkte in erhöhte eingehende Heilung zu stecken. Und erst jetzt können wir nach hier unten zu unserem allerwichtigsten Champion-Punkt. Und zwar bis zu 8% weniger Schaden durch NPCs oder NSCs. Also das Ganze gilt hier nur im PvE für PvE-Gegner, nicht für PvP-Gegner. Wir kriegen also jetzt 8% weniger Schaden durch die Gegner, die uns im PvE so begegnen. Diese beiden Schadensreduzierungs-Champion-Punkte sind nicht so wichtig wie dieser hier. Das heißt, wir gehen jetzt hier erstmal wieder raus. Danach gehen wir auf 10 Punkte in Präzision, um unsere kritische Wahrscheinlichkeit zu erhöhen. Und jetzt kommt ein weiterer Unterschied zu den Champion-Punkten, die ihr bei einem reinen Schadensausteiler wählen würdet. Und zwar würde ich als erstes plündernde Hiebe auf Maximum bringen. Plündernde Hiebe ist eure erste aktiver Champion-Punkt, denn hier gibt es Unterschiede. Es gibt passive Champion-Punkte, die sind so gelb-weiß. Und es gibt aktive Champion-Punkte, die sind kalt-weiß. Die müsst ihr hier oben reinziehen, wie Fertigkeiten. Ihr verpasst übrigens nichts hier oben, dadurch, dass ihr die Fertigkeitenleiste nicht ganz seht. Es ist einfach nur eine Leiste. Ich kann euch die ganz kurz zeigen, aber ob mit oder ohne Overlay, die sieht jetzt nicht großartig unterschiedlich aus. Was immer großartig unterschiedlich aussieht und was immer großartigen unterschiedlichen Kunden hat, ist mein Twitch-Livestream auf twitch.tv/alex0s. Schaut auf jeden Fall mal vorbei, ich würde mich definitiv freuen. Da haben wir übrigens diese Champion-Punkte hier mit euch gemeinsam im Chat erarbeitet. Okay, so viel zur Eigenwerbung. Gucken wir mal, wie es jetzt hier weitergeht, nachdem wir uns hier diese plündernden Hiebe mitgenommen haben, die uns heilen für Schaden, den wir machen. Zwar nur direkten Schaden, aber trotzdem Heilung wichtig, vor allem wenn wir viel Solo unterwegs sind. Jetzt wollen wir hier nach hier oben gleich in diese Richtung. Bevor wir das allerdings machen, welches Champion-Level müssen wir sein, um das hier zu machen? Denn jetzt haben wir schon einen Großteil unserer Schadensreduzierung freigeschaltet. Wir haben wichtige Heilung mitgenommen. Wir sind jetzt beim Champion-Level 360. Das heißt also, wir haben 120 blaue Champion-Punkte zum Verteilen. Das ist wirklich ziemlich schnell erreicht. Glaubt mir, das geht ratzfatz. Jetzt haben wir also schon die besten Solo-Stats, die es so gibt, freigeschaltet. Wir wollen jetzt natürlich auch noch Schaden machen, ja? Als Solospieler, na klar, wollen wir noch den Schaden mitnehmen. Und als erstes gönnen wir uns hier die kritische Effizienz. Das ist die nächste aktive Fertigkeit, die wir ausrüsten müssen. Jetzt wollen wir nach hier oben zu weiteren Champion-Punkten, die unseren Schaden erhöhen. Und dazu müssen wir hier erstmal in erweiterte Macht rein. Und hier gibt es jetzt den nächsten Unterschied zu reinen PvE-Schadensausteilern und
PvE-Schadensausteilern, die viel Solo spielen. Denn im Solo-Content braucht man Durchdringung. Durchdringung neben kritischer Wahrscheinlichkeit eins der stärksten Attribute. Ihr werdet nun also erstmal hier 10 Punkte reinstecken, könntet jetzt aber als Solospieler die gleich aufs Maximum bringen. Denn es gibt euch 1400 Durchdringung, ziemlich starker Wert. Ihr könnt euch aber selbst entscheiden, erstmal 10 Punkte reinstecken nach hier oben oder gleich 40 rein und nach hier oben. Ist ein bisschen unkomplizierter. Hier oben kommt es jetzt drauf an, was ihr für eine Klasse spielt. Die würde ich als Solospieler immer mitnehmen. Und jetzt kommt es drauf an. Wenn ihr ein Magiker oder Ausdauertempler seid, wenn ihr ein Nekromant seid oder vielleicht ein Warden, dann macht ihr meistens sehr, sehr viel AOE-Schaden, also Flächenschaden. Das heißt, ihr solltet auf jeden Fall beißende Aura mitnehmen. Und in den meisten Fällen auch Schaden über Zeit. Das wären also hier eure Champion-Punkte. Nun seid ihr aber Zauberer, spielt beispielsweise ohne Pets. Wenn ihr mit Begleitern spielen würdet, zum Beispiel dem explosiven Begleiter, dann würde ich auch diese Champion-Punkte hier wählen. Das heißt, beißende Aura und Taumaturg. Wenn ihr jetzt aber beispielsweise Zauberer ohne friedlichen Begleiter seid oder ihr seid eine Nachtlinge, dann würde ich euch empfehlen, nicht beißende Aura mitzunehmen, sondern stattdessen tödliches Zielen. Ja, denn beißende Aura und Taumaturg sind ungefähr gleichwertig. Taumaturg ist in einigen Situationen auch hier klassenabhängig, manchmal ein bisschen stärker, manchmal ist beißende Aura ein bisschen stärker. Was sich meistens unterscheidet, ist dann halt eben, wie gesagt, Templer, Nekromant, Warden. Meistens ist beißende Aura dort besser als Einzelzielschaden. Und dann halt eben bei einem Zauberer ohne Begleiter auf jeden Fall Einzelzielschaden mitnehmen. Hier an dieser Stelle bei der Nachtlinge Einzelzielschaden. Beim Drachenritter mit der Lavapeitsche meistens auch der Einzelzielschaden. Wenn wir das jetzt gemacht haben, ja, das heißt, wir haben unsere wichtigen passiven, unsere wichtigen defensiven freigeschaltet, unsere wichtigen offensiven freigeschaltet, haben hier eine Entscheidung getroffen, dann sind wir Champion Level 930. Wir haben jetzt eine sehr gute Defensive plus den Großteil vom Schaden, den wir letzten Endes brauchen. Und ab jetzt können wir genauso weitermachen und die Sachen Stück für Stück aufs Maximum bringen, wie das in meinem Video erklärt ist, wo ich euch die Champion-Punkte zeige. Das Video findet ihr oben im i. Klickt mal drauf, falls ihr es vorhin nicht gemacht habt. Auch dort findet ihr zum Beispiel die Reihenfolge der roten Champion-Punkte. Die würde ich bei allen gleich wählen. Ich hoffe, ich konnte euch jetzt helfen. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt sie mir auf jeden Fall in die Kommentare. Wenn ihr meine Empfehlung irgendwie anders aufbauen würdet, schreibt mir auch das gerne in die Kommentare. Ich denke aber, das ist das Beste, was ihr für einen Solospieler jetzt hier an dieser Stelle wählt. Könnt und ich bedanke mich jetzt ganz recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Oben findet ihr den angesprochenen, das angesprochene Video zu den Champion-Punkten für Schadensausteiler. Direkt darunter findet ihr meine Guide-Reihe, wo ihr noch andere Champion-Punkt-Videos finden könnt. Und wenn ihr euch für Builds interessiert, für Solo-Builds zum Beispiel, schaut mal in die Builds-Playlist. Lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, tüdelü, euer Lexos, haut rein.